war der Showdown zwischen dem Norden und dem Süden. Beim All-Star Day in Bonn kam es zum Duell der Nord- und der Südauswahl in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga. Der Vergleich vor der stolzen Kulisse von 4.100 Zuschauern entschied am Ende die Südauswahl für sich. Nicht zuletzt dank der überragenden Leistung des Bamberger Small Forwards Arnoldas Kulboka. Im Team All-Stars Nord mit dabei unter anderem die U18-Nationalspieler Lars Lagerbusch und Philipp Herkenhoff. Für die richtige Einstimmung sorgte das Trainergespann zusammengesetzt aus Alba-Coach Konstantin Borowski und Florian Hartenstein von den Young Rasta Dragons. Auf der anderen Seite wurde das Team rund um den deutschen U18-Nationalspieler Moritz Anders und Arnoldas Kulboka, der für Litauens U18-Nachwuchs aufläuft, zusammengestellt. Ganz zur Freude der beiden Coaches Felix Czerny von der Porsche BBA Ludwigsburg und Robert Scheinberg von der IBA München ging es gleich schwungvoll los. Nach zwei Punkten von Niklas Bilski nach wenigen Sekunden brachte Kulboka durch vier schnelle Punkte den Süden erstmals in Führung. Der Bamberger war auch in der Folge Dreh- und Angelpunkt des Südspiels. Nachdem die Nordlichter vor allem über Fastbreaks zum Korb-Erfolg kamen, sorgte Cosmo Grün mit seinem Buzzer für die knappe 28:26 Südführung. Auch im zweiten Abschnitt blieb Kulboka der Aktivposten im Spiel. Ein Dreier nach 15 Minuten brachte die knappe 38:37 Führung. Nach kurzer Auszeit kam dann der Norden in Fahrt. Gabriel de Oliveira sorgte für den ersten größeren Vorsprung. Jetzt hieß es 47:41. Zweite Halbzeit, 51:43 Führung für die Nord-All-Stars. Doch dann kam Arnoldas Kulboka. 8 schnelle Punkte, darunter 2 Dreier. Und schwupps war der Rückstand bis auf einen Zähler verkürzt. Der Norden suchte immer wieder Gabriel de Oliveira. Aber den bärenstarken Kulboka, der nach 30 Minuten bereits 30 Punkte hatte, hatte auch der Hagener Big Man kaum etwas entgegenzusetzen. Im Schlussviertel blieb Kulboka zunächst auf der Bank und ohne den Topmann entwickelte sich wieder ein knappes Spiel. Dann gab es ein Wettschießen aus der Distanz, ehe zwei Korbleger von Felix Hecker das Spiel, wie schon im Vorjahr mit 89:82 zugunsten des Südteams, entschieden. MVP des Tages wurde Arnoldas Kulboka aus Bamberg. Der Litauer kam mit einer Wurfquote von 60% auf 33 Punkte und 8 Rebounds. Bester Werfer für den Norden war Gabriel de Oliveira mit 17 Zählern.